Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Multiplay. Ich spiele heute alleine mit dem Freak. Hallo. Ich bin das bunte Hasi. Hasi, Ja. komm mal bitte kurz mit. Ja. Ich bin hier gespawnt. Man hört das bereits. Ja, ich höre es auch. Dann habe ich hier reingeguckt. Was Ja. zur Hölle ist hier los? Ja, das sind alles Hühnchen. Warum sind die alle in meinem Schlafzimmer? Es riecht hier wie im Stall. Weil du ein Hühnerficker bist. Ein was bin ich? Ein Hühnerficker. Und ihr wisst ja aus den letzten Folgen, Hühnerficker bedeutet Hühnchen mit Soße. Ja, dann wollen wir jetzt mal hier ein paar Hühnchen fertig machen. Ist mir Und jetzt egal, hast du dein Bild jetzt gerade geschrottet. ja. Mir fehlen die Worte. Das Problem ist, dass ich ja offline nicht auf den Server komme. Ja. Weißt du was? Da ist ein Keks. Ja, erklär doch mal, wie es zu den Keksen kommt. Ja, die Kekse, 2 Weizen plus eine Kakaobohne. Okay, und wo hast du die Kakaobohne? Entschuldige. Au. Wo hast du die Kakaobohne her? Im Urwald. Ja, der Hase war so frei und hat die Kakaobohne von uns abgeholt. Nein, also ich habe es ja cheatet. Also Ja. ich habe ja nicht wegen der Serverauslastung habe ich es jetzt nicht extra geholt, sondern ich habe sie mir, ne, auf den Server gezaubert und habe dann so angebaut. Genau. Die haben wir jetzt draußen am Baum hängen, weil wir halt auch ganz gerne die Kekse haben wollten. Ich komme hier nicht durch die Tür, irre jetzt. Genau, deswegen, wir wollten eigentlich nochmal extra eine Folge lang in den Urwald laufen oder 2 Folgen und dann haben wir die hier wieder hergeholt. Ja. Aber wir Genau, hätten sie ja das quasi war. dabei gehabt. Und ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen verzaubert mal eben. Hier könnt ihr mal gucken, Haltbarkeit 1, Schutz 2, Explosion Schutz 2, Schutz 2. Und hier unten so ein bisschen die Sachen habe ich dann auch nochmal am Ende der letzten Aufnahme ein bisschen verzaubert. Genau. Hier hat der Hase noch eine kleine Kakaofarm gemacht. So ein Ich habe auch bisschen. schon welchen Kakao bei mir in der Truhe, also so ist es, ne? Weiß nicht, warum die Zäune 2 hoch sind, aber. Ja, ich wollte ein bisschen Sichtfeld, weißt du, so verdingseln, ne? Dass es nicht im Weg kommt. Schön, das haben wir. Ich glaube, sonst ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Hier drinnen fehlte Der Glas. große Baum steht, der große Baum, ne? Ach Also bei mir ja. haben sie es, glaube ich, noch gesehen. Der ist riesig. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Der Hase und ich, wir haben hier so ein bisschen Tropenbäume gepflanzt, weil wir Ja, die das ist Setzlinge übrigens haben wollten. natürlich entstanden, ohne Knochenmehl und so, ne? Ja, das muss man dazu sagen. Ohne Knochenmehl, weil mit Knochenmehl kriegt man halt auch nicht so viele Saplings raus, wenn man die natürlich decayen lässt. Hier hinten haben wir noch einen Baum, der muss nochmal dann neu gemacht werden, weil wir wollen an den Ecken gerne 4 große haben und die mit Brücken verbinden als Ausguck. Und der hier steht einfach, weil der so riesig ist, der bleibt jetzt hier stehen. Natürlich, den lassen wir so stehen. Der ist wirklich. Du kannst auch, wenn du hochgehst, ich habe mich ja mal ein bisschen getraut hochzugehen. Du kannst auch auf die Äste und dann einen Ausguck machen. Also, das ist richtig schön. Ja, doch, da können wir uns dann auch noch drum kümmern. Kühe muss ich übrigens schlachten, viele, weil Navoka hatte Probleme mit auf dem Server zu sein, wenn nicht zu viele Kühe hier sind. Ja, gut, das kann sein, dass dann die Framerate einbricht und sowas, wenn hier zu viele Tiere sind. Ja, die ist effektiv geflogen, weil es zu viele Kühe waren. Ich habe das ganze Zeug dann eingelagert. Oh, der Nether hier ist weg. Das ist. Ach, scheiße, doch nicht. Falsches Gebäude. Nein. Ich wollte nämlich mal runterlaufen. Ich weiß nicht, ob wir das außerhalb der Aufnahme gemacht haben mit den Büchern oder innerhalb der Aufnahme. Ich glaube, außerhalb, ne? Habe ich verzaubert. Teils, glaube ich. Weil Kühe geschlachtet und dann Regale gebaut. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es eine Ausnahme war. Wenn nicht, hier unten ist nochmal die Bücherei jetzt fertig. Nächstes Mal während der Aufnahme. Okay. Ja. Dann haben wir das ja. Ja, dann sind wir jetzt wieder auf dem neuesten Stand eigentlich. Demnächst kommt noch mal ein neuer Gast dazu. Die Navoka Jawohl. wird jetzt ein paar Folgen ausfallen. Ja, die Wochenende bei den Eltern und so. Genau. Allerdings, sie hat bei sich zu Hause da, ne, auch ein bisschen was getan. Respektive, ich habe ihren Kronleuchter reingebastelt. Und ja, die Druckplatten habe ich so ein bisschen gefoppt, ne, mit Vorsicht, Druckplatte explodiert. Ja, ich werde gerade mal
ein bisschen Glas färben, weil hinten in der Kathedrale fehlt ja noch so ein bisschen Glas. Genau, das haben wir bewusst offen gelassen, dass wir das während der Aufnahme machen können. So, ich habe jetzt 12 und 13. Und irgendwo unter dem Lager oder so ist eine Höhle, da höre ich einen Zombie die ganze Zeit. Jo. Ich habe übrigens bei mir zu Hause einen Privatgarten gemacht mit Möhrchen, Kartoffeln, mit einer Ding, Melone und ein bisschen Weizen. Kann ich dich, alten Minecraft-Fuchs, mal fragen, wie man nochmal Glas blau färbt? In die Mitte blau machen und Ja, ringsherum Glas. färben weiß ich generell, nur ich wollte wissen, was man Blaue blaue Farbe Farbe, kriegt. wa? Ja. Blau, 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 blau. Lapis? Lapis Lazuli? Ich glaube, ne? Müsstest du austesten, ich glaube ja. So, ab ins Bett, ab ins Bett. Wie schon ins Bett? Nee, die Sonne ist noch nicht unten. Die geht gerade hinter meinem Haus unter. Ja. Man muss sagen, es ist eine ungewohnte Zeit, zu der wir aufnehmen. Sonst nehmen wir morgens auf, jetzt nehmen wir gerade mal abends auf. Ja, ja, Da ja. kann es schon mal zur Verwirrung kommen, was die Uhrzeiten anbelangt. Ach ja, man kann sich auch schon hinlegen. Wunderprächtig. Ja, ich liege auch schon. Diese Folge hier kommt. Ja, und genau, wir haben so aufgenommen. Diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, haben wir gestern aufgenommen. Genau. Also Gestern. für heute, für unsere heutige Aufnahme erscheint morgen und morgen ist für euch heute, weil heute ihr sie gerade guckt. Genau. So schön erklärt, dass es keiner versteht. Ja, genau. Aber trotzdem jeder weiß, was gemeint ist. Ja. So, jetzt werde ich mir noch mal schnell Lappis holen. Da müssen wir sowieso. Wir wollten ja eh, dann hatten wir ja geplant, eine Höhlentour zu machen. Jetzt ist Navoka nicht da. Dann werden wir uns wahrscheinlich hier noch ein bisschen aufhalten. Aber wir brauchen ja. demnächst halt auch wieder Lappis. Und Kohle. Kohle brauchen wir auch wieder. Ja, und weil halt Lappis sind halt auch wegen Verzauberung halt und so, ne? Jo. So, jetzt teste ich das mal. Da ist ein Enderman bei uns in der Taverne und ein Zombie. Ja, es klappt mit Lapis. Ich finde es auch gut, dass man halt für 8 Gläser nur ein Farbmittel braucht. Das finde ich ganz hilfreich, wo sie da die Bücher so verkackt haben mit den Kühen, dass man da das Leder braucht. Was halt aber irgendwo Sinn macht. Und wir haben es ja auch hier wieder hinbekommen, eine Bücherei zu bauen. Oh, Enderman, irgendwo ist der Enderman hin? Ja, die sind tagsüber relativ feige. Wollte mich eben bespringen, aber okay. Ja, das liegt, glaube ich, an deinem Typ selbst. Dankeschön. Kommst du bitte in die Kathedrale? Ja. Ja, sie bespringen, alles klar. Ja. Ja, die Fenster sind fertig. Zu meiner Linken und zu meiner Rechten. Okay. Geht doch, ne? Boah. Ja. Boah, doch. Ich bin halt nicht so ein Gottesfanate, weißt du, so. Ja, ich auch nicht, aber ich habe gedacht, das ist auch, das haben wir, glaube ich, denke ich, recht schön hinbekommen. Und es gehört dazu so ein Städtchen dazu, ne? Natürlich. So, dann folgt mir mal auf den Baum. Nee, ich bin kein Kletterfan. Dankeschön. Mit einmal hochgehen hat mir gereicht. Au. Ein Du Lucky. darfst jetzt nicht. Nein, Ich hieße nicht, nicht. nein. Ich wollte nur sagen, ein Lucky Shot. Ich weiß ja, dass er ein bisschen stärker ist. Ja, ich hatte nur noch 4 Herzen. Das Lustige ist, in Bed Wars treffe ich nix und hier, bumm, sofort. Naja. Ich habe. Wow, das war echt ein Lucky Shot. Der müsste mir mal öfters bei TTT passieren oder so. Ja. Ja. Trotzdem, ich fand es jetzt nicht unbedingt lustig, plötzlich einfach beschossen zu werden, vor allem wenn ich gleich hinten der Enderman war. Naja, gut, ich sag mal, ich hatte ein ganzes Schlafzimmer voller Hühner, ne? Und? Was ist verdient?
so. Die Hühner haben dir nichts getan. Habe ich hier gerade noch mal ein paar Melönchen gepflanzt? Was? Melönchen! Hallo? Rick? Ja? Red doch nur weiter. Hä? Ich habe doch gesagt, ich habe Melönchen gepflanzt. Ja, nee, du hast nur ich. Und dann war auf Webpick. Ach so. Hä, hey, irgendwas ist hier buggy, Alter. Hä? Was denn? Okay, ich erkläre dir das jetzt, ne? Du darfst mich aber nicht für geisteskrank halten. Siehst du, hier sind Melonen gepflanzt? Ja. Hier? Ja, zwei Melonen. Also dann eine Melone und neben dran eine Melone. Eine ganze Melone steht da? Nein, das ist nur gepflanzt. Gut, bei mir ist hier gar nichts. Ne? Ich weiß aber, dass gepflanzt ist, weil wenn ich hier hingehe, habe ich ein ganz kleines Kästchen. Pass auf, dann habe ich hier gerade Karotten abgebaut. Da und da vorne. Zweimal, ne? Mache mein Inventar auf. Ja, hier auf der Reihe, ist ja egal. Dann mache ich mein Inventar auf. Habe drei Karotten im Inventar. Ja? Packe mir die unten in die Leiste rein. Will zu dir rennen, dir eine Karotte zu werfen. Und die drei Karotten haben sich in 13 Melonenkerne verwandelt. Okay. Es sei denn, ich halte jetzt eine Karotte in der Hand. Du hast jetzt eine Karotte. Nee, es wechselt hin und her. Das ist eine Karotte? Also jetzt ist es Samen. Und jetzt? Jetzt ist eine Karotte. Da, ich habe jetzt laut meinem Inventar 13 Melonensamen in der Hand. Nee, jetzt hast du eine Karotte in der Hand. Jetzt hast du nichts. Ah, jetzt sehe ich die Karotte wieder. Kannst du meine Aufnahme sehen? Die hat sich zu Melonenkern verwandelt. Okay. Crazy, ich kann voll zaubern. Ich glaube, du solltest weniger trinken, ganz ehrlich. Freak der Zauberer. Schöner Folgentitel. Du kannst, wirklich, das war so, du kannst das bei mir sehen. Ja, heute, morgen, später dann. Morgen, ja, aber bis dahin bin ich verrückt, ja. Ja. So, das haben wir auch gemacht. Wunderbar, wunderbar. Dann werde ich nochmal schnell in mein Häuschen laufen. Was machst du eigentlich gerade? Ich laufe ein bisschen rum. Achso. Ich. So. Ich genieße gerade die Musik, die läuft. Lauf ein bisschen rum. Also verhungern werde ich nicht. Ich habe echt viel hier im Inventar. Oh, 43 Federn. Ach, ich habe ja noch was geplant gehabt. Mensch, Hase, komm in die Dorfmitte. Ich bitte drum. Mensch, ich war ja so produktiv beim letzten Mal. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird es vielleicht schon gesehen haben. Ja, hier. So. Was? Nicht erschrecken. Nicht angreifen, nicht angreifen. Auf keinen Fall angreifen. Hallo, Mr. Golem. So, Mr. Golem, wir haben ja das hier schön umzäunt. Der bewegt sich selbstständig, ne? Ja. Und tötet Monster. Wenn wir angegriffen werden, in seinem Umfeld, also was weiß ich, wenn ich jetzt hier angegriffen werde, kommt er sofort und tötet das Monster. Und ansonsten, wenn hier Monster spawnen, tötet er die Monster. Normalerweise beschützt er Dorfbewohner. Und der rennt jetzt hier rum als unser Gast, Mr. Golem. Okay, und wie hast du den jetzt erstellt? Vier Eisenblöcke. Eisenblöcke machst du halt alles mit Eisen füllen, ne? Ja. Dann stellst du die hin, warte, ich zeig dir kurz die Kombination, nochmal mit der Erde. Ja, so ein... Da machst du den Körper, ja. Ne? Und oben setzt du halt einen Kürbiskopf drauf. Ah, und zack, okay. Und dann entsteht der. Ich hab mir gedacht, das kennst du bestimmt noch nicht. Ist mal was neu. Ja, ich hab zwar schon mal irgendwas davon gelesen, aber es ist neu. Man kann auch Schneemänner machen, die Monster mit Schneebällen bewerfen. Und wenn die hier rumlaufen, verwandeln die alles in Schnee, also die ziehen so eine Schneespur hinter sich her. Da machst du genau dasselbe, nur mit Schneeblöcken und einem Kürbiskopf. Aber wenn du einen Schneemann machst, würde ich den in den Zaun stellen, weil der halt überall Schnee macht. Ja, und der ist halt extrem stark. Wenn der dich in die Luft wirft, nimmt er dir, glaube ich, 6 Herzen ab. Also du solltest ihn nicht unbedingt schlagen. Und der bewegt sich halt. Was passiert, wenn ich dich jetzt schlage? Versuch mal. Ne. Naja gut, der lässt irgendwann von dir ab. Du musst dann halt einmal weglaufen und kommst dann wieder. Ich kann dich mal schlagen, komm mal her. Ne. Warum? Ne, du schlägst mich nicht. Frauenschläger, du. Du kannst ihn halt auch so ein bisschen schieben, ne?
Oh, hau ab hier. Ich bin mal gespannt, wie der auf deinem Texturenpaket aussieht. Weil bei mir hat der hier einen Ofen als Herz, so in der Mitte. Mir hat er gar kein Herz. Au! Es geht nicht. Also da macht er nichts. Bei mir sieht er ein normaler Körper aus, ne? Es ist, hat er hat bei mir riesige gelbe Augen. Naja. Nee. Ja, und dann, Hase, du hast das Wort. Was? Schon wieder vorbei? Ja. Ja, ich hoffe, dass wir Spaß da mit dem kleinen Freak da, mit dem Golem-Kleinen da, ne? Und mit mir. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es dann morgen, oder beziehungsweise übermorgen heißt wieder, Minecraft Multiplay. Tschüss. Tschüss.